In der letzten Episode. Anderen Schneehühner noch auseinandernehmen. Sieht man gleich am Gewicht, wie schon ausgenommen sind oder nicht. So ein Schneehuhn, bitte, steht ja im Prinzip nur aus Fleisch und Federn. Da sind keine Knochen oder sowas drin. Erschöpfung sollte sich erhöhen und auch Lagerkoller sollte sich erhöhen. Uff. Da haben, nee, unser Zustand. Ihr seht ja, dieser blaue Balken ist größer geworden. Die haben jetzt wahrscheinlich 110% oder so. Das heißt, wenn ich jetzt mal in die Statistik schaue, in den Tag, 115%. Kriegst also nochmal Seite 10% on top. Es hat gerade nicht geklappt. Gerade nicht. Wahrscheinlich ist es noch eine Minute. Wir müssen wahrscheinlich nur das Feuer starten, schätze ich mal. Ja, genau. Die Resthitze auch nicht ausgereicht. Voller Trockenfutter da. Hat jemand das Licht draußen ausgeknipst? Ja, ja, genau. Toll, ich habe den falschen Pfeil. Hey, Junge, guck mal. Mist. Gerade erst repariert. Der Wolf sehe ich da unten. So. Getroffen. Ich weiß es nicht. Und so geht's weiter. Damit herzlich willkommen bei Salon Dark im Schleichermodus in der Episode 73. Wir haben den Blizzard und wir nutzen die Gunst der Stunde, um uns mal nach drin zu verkrümeln, einfach wegen der Lautstärke auch. Und auch mal gucken, ob wir ein paar Sachen rauslegen können schon mal. Tendenziell wollen wir sowieso absteigen. Kleidung? Ah ja, genau, das ist das, was wir immer dabei haben. Mal gucken, Brennholz, da mal ein bisschen was. Medizin ist halt wirklich üppigst. Das stellen wir vielleicht mal hier vorne ab. Also wir haben... Na gut, die Schmerzen... Ja, okay. Eigentlich können wir nichts ablegen, echt. Hervorragend. Ja gut. Futtertechnisch geht auf jeden Fall was. Wie ist das Werkzeug technisch? Ja, da kann man zumindest ein paar Sachen da lassen. Das auf jeden Fall. Und... Ja, also außer die Stöcke... sehe ich eigentlich nicht, was wir hier drinnen großartig ablegen können. Wir müssen das Futter halt natürlich rausstellen. Wobei hier drinnen schon ein bisschen steht. So, wie sieht das eigentlich aus? Wir brauchen auf jeden Fall Wasser. Und ja, dann gucken wir mal, was der Blizzard sagt. Wie lange der jetzt bleibt. Ja, ja, schon. Das ist ja genau das Zeug, was wir mitnehmen. Dann lassen wir gucken, was wir da lassen können. Wenn wir runtersteigen. So. Also das brauchen wir bestimmt nicht. Zeichnen da unten. Werden wir wahrscheinlich nicht großartig können. Ich lasse mal die. Wir haben nur drei flammengehärtete Pfeile, echt. Mehr als die Bögen brauchen wir nicht. Den Hammer lassen wir auch oben. Genau. Das Seil werden wir dann los. Ich würde sagen, wir lassen mal das Gewehr da. So, Höhlenforscherlaterne. Brauchen wir den in der Schlucht? Wahrscheinlich nicht. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir kommen mal so langsam runter. Genau, das ist so mehr oder weniger Dinge, die wir ablegen müssen. Ja, Kleidung. Ich nehme sie mal lieber runter. Es kann nämlich sein, dass uns unten vielleicht dann doch wieder einen... Ein Blizzard überrascht. Na gut, Schmerztabletten nehme ich mal lieber mit. Hoffentlich klaut niemand das Geld. So, das ist auch mehr als genug. Dann ist unser Gewicht jetzt bei 36,7 Kilo, inklusive wohlgemerkt. Oh, das war ja ein Riesenstück. Uiuiuiui. Inklusive des Seils, ja. Na ja, gut. Warte mal. Das brauchen wir gerade nicht. Da geht es zwar immer noch nach unten, aber nicht mehr ganz so schlimm. Okay. Warte mal, wir haben nichts zu lernen. Ich glaube, ich habe kein Buch gesehen. Nee. Ja, dann keine Wahl.
mal gucken, ob wir heute wieder raufkommen. Ja, kommen wir, gut. Hieß es nicht mal, dass im Blizzard keine Tiere sind? Die sind noch nicht instant wieder da. Die waren die ganze Zeit schon da. Also bin ich mir 100% sicher. Na gut. Ich sag's mal so. Den Bogen wollen wir ja irgendwann loswerden. Gut. Ja, ich nehme mal wieder außerhalb der üblichen Reihenfolge auf. Ja, weil ich am Freitag noch in und um Hamburg bin. Drüben ist der Wolf. War da noch das... Genau. Nee, nicht grau. Ich war ganz, ganz vorsichtig hier vorbei. So, Edge, Junge. Genau, und da komme ich nicht zum Aufnehmen am Freitag. Ich will das nicht alles ins Wochenende verlagern, also nehme ich im Voraus auf. Das ist Montag, also zu Deutsch. Die 70 kommt heute raus. Was ist das denn? Ist ein normaler Rehkadaver oder ist der... Aber das dürfte normaler sein. Haben wir hier eigentlich kartiert? Ja, ein bisschen. Hier sieht, hast du aber kein Reh gesehen, okay? Gut, zwei haben wir ja. Genau, jetzt hast du das Reh und diese vier Zedernäste da drüben. Sehr schön. So, hier ist meistens nichts los. Ich habe, glaube ich, auch schon den Bären gehört. Da drüben irgendwo. Ich werde mal gucken, ob wir einerseits zu diesem kaputten Haus kommen, was da drüben steht, hinter dem Felsen und in die Bärenhöhle. Hier was steht. Nö. Anscheinend nicht. Ja, wo ist jetzt der Bär? Da vorne ist das Kletterseil und da oben ist ja irgendwo die Jagdhütte. Ist nicht zu sehen, okay. Ich dachte, ich hätte ihn irgendwo von der Richtung da drüben gehört. Zumindest keine Spuren zu sehen. Das ist die Kiste, wo wir den Schlüssel haben. Yes. Gut, die Dinge müssen wir dann halt ablegen. Was willst du machen? Aber das ist gar keine Bärenhöhle, echt? Ich dachte, der schläft hier. Oder hat er noch seine eigene? Irgendwo. Aber der trappelt doch immer hier rum. Na gut, umso besser. Dann sind wir da mal durchgekommen. Wir nehmen ein paar Stöcke mit runter, man weiß es ja nicht. Deshalb ist zwar gerade erst durch und ich denke, wir kommen auch wieder problemlos wieder rauf. Außer wir... gut, da unten gibt es halt eine haufenweise Kadaver, die müssen wir natürlich auseinandernehmen. Die Leiche. Da könnte man ein paar Sachen deponieren. Das ist gar nicht so schlecht. Also speziell
was wir halt jetzt gerade gefunden haben. Ja, war da nicht noch eine? Nee, anscheinend nicht. Okay. Gut. Na gut, das kommt natürlich mit. Ich denke mal, mit zwei kommen wir wieder rauf. Das sollte nicht das Problem sein. So, die McKinnor-Jacke. Jetzt habe ich die ganzen Möhren dabei. Die brauchen wir jetzt nicht. Ja, die Dosen, die müssen wir jetzt halt daneben stellen. Wir müssen halt jetzt nicht Essen mit runternehmen. Also nicht viel. Ich sag mal, vielleicht die zwei Dinger oder so. Das reicht dann auch. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht das mitnehme, was X hat. So, das Seil wird angebracht. Ich werde vielleicht nochmal kartieren. Ach, der Revolver ist besser, echt. So, warte mal, wir packen sie erstmal alle rein. Wir nehmen die natürlich nicht mit runter. So, hier haben wir noch ein paar Federn. Das reicht leider. Wobei, wir könnten vielleicht sogar flammengehärtete Pfeile machen, wenn wir unten sind. Gut, achso ja. Noch zwei Dinge. So. Naja, man hört das Quietschen auf dem See. Das ist ganz klar, was da los ist. Gut, nice. So, und dann bleiben Pfeil und Bogen hier auch liegen. Ja gut, die Sprühfarbe, die werden wir unten auch nicht brauchen. Genau, das ist auch ein gutes Ding. Genau, dann kartieren wir noch, halt. So, mit Blick darauf. Es ist trotzdem kein Kletterseil hier, selbst wenn man es sieht. Ja, wir nehmen das mal mit. Warum nicht? Ach so, ja. Apropos. Die legendären Rampen. So, sehr schön. Da sind wir unten. Jetzt schauen wir erstmal, was hier unten alles rumliegt. Da links ist schon mal ein Reh zu sehen gewesen. Da vorne ist ein Wolf. Mit Holz. Zusätzlich gibt es hier Rohrkolbenstängel. Wie viel haben wir eigentlich Luft? 20 Kilo. Da kann man ja 10 Hämmer finden. Das ist ja der Hammer. Oder hier, ja, da geht natürlich auch wahlweise. Noch ein Hirsch, gut. Ja, wir werden heute Nacht hier bleiben. Ach, hier drüben sind die ganzen Federn. Natürlich, die gehören hier hin. Wird es neblig oder ist das nur hier unten so? Ja, über die Brücke ist der Junge gestiefelt. Der ist jetzt schon im Transferpass. Den schicken wir da ein bisschen voraus. Ich denke aber, wir werden mit ihm nicht zu lange bleiben, weil wir müssen natürlich da auch dieselben Dinge abgehen wie mit der Madame. Das heißt, wir müssen da auch erstmal ins idyllische Tal. Wieder zurück und so weiter. Da ist also einiges abzugehen. Oh, passt so. Ist zum Glück nicht zu schweres Zeug gewesen. Ja, ich habe jetzt... also, ihr kennt das ja, es gibt ja in der Beschreibung so eine Tabelle, Google-Tabelle, die ich da angelegt habe. Ich habe halt früher ursprünglich mit Kleidung angefangen. Dann habe ich die Polaroids noch eingefügt.
Dann habe ich jetzt diese Fundstellen, die man halt mit dem Funkgerät finden kann. Also nicht die Luken, sondern halt diese anderen Supply-Caches. Diese Vorratsverstecke nenne ich sie mal. Ich denke, die heißen auch Vorratsverstecke im Spiel. Und jetzt ist noch ein viertes Blatt hinzugekommen, nämlich die Vitamin-C-Mahlzeiten. Weil das ist nämlich tatsächlich interessant. Also ich bin jetzt noch nicht 100% sicher, ob das immer so 100% stimmt, wie es in der, wie es im Wiki steht. Aber wenn das stimmt, dann gibt es ein paar Rezepte, wo es sich tatsächlich lohnt, die zu kochen, weil man da Vitamin C Gewinn hat tatsächlich. Das heißt, du holst aus dem Rezept mehr Vitamin C heraus, als du quasi reinsteckst. Weil du hast ja Zutaten mit einem gewissen Vitamin C Gehalt. Und normalerweise geht ja Vitamin C verloren beim Kochen, aber es gibt so Rezepte, wo sie das... Also entweder habe ich mich verrechnet oder Hinterland hat sich verrechnet. Ja, ich habe dann halt ein paar Hinweise gemacht, wie man was am geschicktesten verarbeitet. Ich nehme die jetzt auch nur so mit, damit wir da nicht nochmal runter müssen sozusagen, damit die Schlucht abgehakt ist. Weil kartiert ist sie ja im Prinzip auch. Also, das gehört dazu. So, genau, da ist das Messer. Es gibt natürlich Dinge, die kannst du gar nicht verarbeiten. Ich sag mal Ketchup-Chips zum Beispiel. Das heißt, da ist es klar, du isst die und fertig. Das ist dann mehr so... Wie viel Vitamin C bekomme ich? Und man muss halt dazu sagen, wir haben das, genau, wir haben das jetzt, das ist 100 dieser Balken, 100% oder 100 Schritte, wie auch immer. Es ist auf jeden Fall 100. Es sieht übrigens aus, als würde der nächste Blizzard rangehen, weil das kann das Spiel sich nicht erlauben, dass man hier unten ist und es gibt keinen Blizzard. Das geht nicht. Wo kommen wir denn bitte dahin? Na gut. Ja, Bayreuth. Ein Lernbuch fürs Nähen, das klingt doch mal nicht schlecht. Da haben wir wenigstens was hier unten zu tun. Notfallspritze ist eh immer gut. Ja. Also solange man halt gewisse Zutaten hat, das ist natürlich mit diesen Rezepten, das ist... Ich glaube, alle Rezepte, die du findest, sind endlich. Weil bestimmte Zutaten ja sozusagen auch endlich sind, also ein Öl, ein Mehl, solche Sachen halt. Da ist natürlich klar, wenn die verbraucht sind und es gibt keine mehr in der Welt, dann kannst du mit den Rezepten auch nichts mehr anfangen. Ein Salz könnte man sich immer noch irgendwie herstellen. Das ginge schon. Aber schon beim Mehl wird es schwierig. Eichelmehl wahrscheinlich. So, Wölfchen. Nun du. Ah, das ist natürlich wieder gleich das Beilangebot, das ist natürlich klar. Ey, komm, nimm das Beil. Oder eines der beiden oder den beide. Lass mich raten, das ist der Blizzard nach dem Blizzard. Wunderschön. Ja, so wird man hier verarscht in diesem Spiel. Da hast du im Prinzip wochenlang quasi keinen Blizzard. Und da kriegst du dann zack, zack in Folge 2 reingedrückt. So, der Hirsch ist ja da hinten irgendwo. Vielleicht hilft uns das ja beim Feuer platzieren. Na ja, gut, es wird tatsächlich schon Abend. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Wenn das hier so platziert. So, und da haben wir ja. Genau. Nehmen wir den. Ja, der Feuerstahl war richtig, aber.
Wir haben genau das Buch, kann man nicht verwenden. Ja, nehmen wir gleich das. Bandbeschleuniger brauchen wir nicht. Das passt. Ja, der wird jetzt natürlich fröhlich im Kreis drehen und versuchen, das Feuer auszupusten. Aber vielleicht lassen wir uns nicht geschlagen geben. Also wie sie das rauslegt, in welche Reihenfolge, das ist schon erstaunlich. Ja gut, da haben wir erstmal genug. Genau. So, Messerchen wieder. Geht übrigens mit der Hand in den Stein, das ist kein Problem. Ich wollte gerade sagen, hat er schon aufgegeben. Das kann ja nicht sein. Das wäre ein bisschen zu einfach, weil er hat die Richtung noch nicht gewechselt. Also warte mal, wie lange geht denn das noch? 13 und 19, okay, das ist also nicht so extrem. Dann nehmen wir lieber auch mal nochmal das Messer. Ausnahmsweise. Oh, jetzt brauche ich echt was zu trinken. Und der Wind hat es ausgepustet, weil er kommt jetzt aus der anderen Richtung. Ja, Junge, du hast es vorher zwar ausgepustet, aber erstens haben wir nicht wirklich viel verloren und zweitens haben wir das Essen fertig gebracht. Ja, blöd, hm? So. Nein, oh, der schöne Feuerske. Ja, genau. Gut, wir haben jetzt nicht diese ganzen Rohrkolben mitgenommen, aber gut, gibt Schlimmeres. Jetzt müssen wir unseren Feuerskill ja skillen, das ist ja furchtbar. Come on, little fire. Gut. Perfekt. Ja, wir wirfen mal in Altholz rein. So. So, eins und zwei. Okay. Bisschen Wasser machen wir auf jeden Fall noch drauf. Wir haben ja auch Wassertabletten. 35 Kilo trotzdem nur, echt. Das ist erstaunlich. Gut, die Därme liegen noch da. Die Handschuhe haben wir gefunden, genau. War nicht schlecht. Wir halten es hier aus, auf jeden Fall. So, der ist fertig, genau. Wie lange braucht 13 Minuten? Wie ist denn das, wenn du was herstellst? Ja, wie lang brauchst du denn? Hallo? Ich wüsste gern die Zeit, weißt du Bescheid? Ah, jetzt, aha. 22 Minuten, okay. Ja gut, das funktioniert schon, das kriegt man schon hin. Herstellen. Also das ist erst gar nicht angeboten bekommst. Nee, du kannst das hier nicht bauen. Bitte nicht im Blizzard, bitte. Ja, Edge, Junge. Okay, apropos Edge. Edge, Junge. So. Wie ist denn das eigentlich? Kriegst du eine Fackel hierher transportiert? Nee, kriegst du nicht. Okay. Ja, okay. Gib's halt her. Ja, immer das Altholz. Komm hier unten wahrscheinlich auf Level 5 Feuer starten Skill. Come on. Ich sehe das schon. Gut, nächstes Altholz. So, jetzt wollten wir Wasser machen. Machst du gleich mal hier jedem 1 Liter. Noch hat er nicht gedreht. Mal gucken, wie lange geht. Bis morgen früh. Das reicht doch erstmal mit Wasser. Mehr brauchen wir da nicht. 2,77 Liter. So, okay, alles klar. Dann könnten wir jetzt ein bisschen lernen. Ist ja nur ein Blizzard. Ja, eben. Also, wo ist das Problem? Wir sitzen hier schön im Windschatten. Wir können es ja auch da unten hinsetzen.
Mal gucken, wie weit du es noch hinbekommst. Gut, wir müssen das abbrechen. Ja, sonst... Nee, ich will da nichts drauf platzieren. Genau, das nimmst du mal entgegen. Ich will nicht mehr noch mal irgendwas vergessen. Boah, wir schlafen einfach hier. Wir machen das aber in Sessions, in kleineren. Ich traue dem Wetter nicht. Ich rechne mit dem dritten Blizzard. Da machen wir erstmal nur 4 Stunden. Wir haben sogar Aurora, echt. Moment mal. Haben wir hier drin das Ding? Es gibt nämlich eine Fundstelle in der Schlucht. Jetzt wird angesprungen, genau. Das könnte natürlich auch oben an dem Wartungsschuppen sein. Ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass wir echt extrem weit näher kommen. Ja, ich glaube nicht, dass das in der Schlucht ist. Wir müssen schon viel schneller tuten. Ja. Guck mal, wenn ich da vorne hin zeige, das funktioniert. Okay. Nee, dann nicht. Erstmal wieder holstern. Ich kram derweil mal die Tabelle parallel raus, während wir zurückgehen zum Schlafsack. Und geh mal in die Vorratsverstecke. Und zwar, wir müssen beschädigte Bahnstrecke, da gibt es es gibt 3 Stellen. Entweder bei der Lokomotive, südlich der Werkstatt, nee, gibt 4 Stellen, Quatsch, was sag ich denn, bei der Jagdhütte oder nordwestlich der Werkstatt. Und ich habe das Gefühl, das ist nordwestlich der Werkstatt. Das heißt, für uns ist klar, welche... Wir haben die Tabelle... 4. Halt, stehen bleiben. Wir haben die Tabelle 4. Das ist sehr interessant. So, mehr haben wir hier unten nicht. Genau, alles klar. Ja, also das ist ziemlich cool. Wenn man das einmal rausgefunden hat, dann gilt das für alle. Das heißt, zum Beispiel im Marschland ist es im Marschgrat. Auf dem Marschgrat ist dann das Versteck. So, warte mal, bleib mal stehen. Oh, jetzt bin ich gar nicht mehr müde. Das ist ziemlich cool. Wir machen das jetzt mal so. Wir werden das Ganze, alles was duftet, das lassen wir natürlich, wie es wohl kommt, alles mal in der Leiche hier. Die mit dem Bogen, die Bögen aufgenommen haben natürlich. Wir ein bisschen gewappnet sein hier. Genau, geht schon wieder los. So, also das fliegt erstmal alles rein. Okay, dann mach's anders, dann nimmst du einfach erstmal alles und das ist jetzt erstmal egal. Packen jetzt mal rein, was wir reinpacken können. Ein bisschen geht ja. Dass wir da nicht zu viel dabei haben. Achso, Revolver, ja, da muss ich nochmal umladen. Das passt soweit. Machst du erstmal die Dinger rein. Das Fleisch schmeißen wir gleich raus. Dann haben wir hier 1, 2 Kleidungsstücke. Und mehr geht nicht rein. Okay. So, dann wechseln wir mal. Genau, wir machen das mal mit dem Revolver. Also den mal entladen. Genau. Das war die falsche Taste. Halt. Nein. Alle falschen Tasten.
Genau, dann schmeißen wir den Schlechter mal raus. Gut. Wir nehmen trotzdem den Bogen. Ja, das Gewehr haben wir im Wartungsschuppen gelassen. Ist schon ein bisschen komisches Wetter, das muss man wirklich sagen. Also man kann es auch gar nicht anders sagen. Es wird ja gleich wieder anspringen. Wir gehen erstmal ein Stückchen hoch, bevor wir da das in die Hand nehmen. Oh, jetzt bin ich wieder ganz matschig. Jetzt will ich gerade mal schauen, gibt es hier irgendwas zu sehen? Ne, gibt es nicht. Ja, das ist ja nicht schlecht. Dann haben wir ja noch an das hier sozusagen. Ja, hier scheint auch nichts zu sein. Müsste ich gleich anspringen, meiner Meinung nach. Quatsch. Wir sind schon relativ nah, echt. Also durchgucken wegen Wölfen hier. Hier oben, oder was? Ja, es ist, passt gerade nicht ganz so gut zusammen, aber was willst du machen? Nee, Quatsch, das ist ja... Moment mal, lass mich mal auf die Karte schauen. Das ist ja südlich. Ja, das ist eine andere Tabelle. Ich bin auf der falschen Tabelle. Ah ja, hier. Das ist ja südlich. Das ist eine andere Tabelle, die wir haben. Nice. So, warte mal, da muss ich die Tabelle nochmal aufmachen. Ich gerade mal schauen. Komm. Also, Bernd, das heißt südlich der Werkstatt, ist in Tabelle 2. Okay, alles klar. Gut. Dann ist das im Marschland beispielshaft Head Creek. Hutbach. Ja, es gibt ein paar Sachen, wo ich es nicht hundertprozentig weiß. Wenn wir ins Ferne, wie ist das, wenn wir jetzt den Flughafen gehen? Wo ist in Tabelle 2? Nähe Brittle Cave und Final Approach. Da bin ich immer gespannt. So, hier waren wir auch noch nicht. Gut. Ja, was willst du sonst machen? So, die Nacht geht ja noch ein bisschen. 4 Stunden. Das ist der nächste Blizzard. Das Ding verschwindet wahrscheinlich, wenn du dann reingehst, oder? Du kannst aber theoretisch dann noch 30 Kilo wieder reintun, echt? Also, wir können das mal kartieren. Wir haben ja noch eine Kohle, oder? Ja. Jetzt mal gleich gucken, was unten am Wartungsschuppen los ist. Weil wenn wir da sowieso dann kommen mit den ganzen Derben und so, wird das sowieso ein spezielles Abenteuer. Vorratsversteck, nice. Ja, südlich natürlich, klar. Ich hab die gerade auf dem Kopf im Gehirn gehabt. So, schauen wir mal, wie sieht denn das aus hier? Es sind Wölfe. Ja, da unten ist einer, okay. Es sind Wölfe. Weggerannt, aber die sind dann wohl wieder da oder so. Was war das gerade für ein Ton? Ja, es klart auf. Oh, nicht noch ein Blizzard, verdammt. Wir können mal schauen. Gehen wir hier rein. Statistik. 127, 58, das ist eine relativ gute Statistik. Ah, da unten ist er.
Schade. Das war fast getroffen, tatsächlich. Guck mal, wo er steckt. Hier ist er lang gelaufen. Manches Mal passt das relativ gut. Problem ist natürlich jetzt, der ist halt immer noch irgendwo hier. Fragt sich nur wo. So, dann lass mal schauen. Also. Alarm. Das war wieder knapp daneben. So. Du willst also mit dem... So alleine hier, oder was? Also sind unten auf dem See wohl welche. Die sind wohl immer da. Da drüben gibt es auf jeden Fall noch einen Rehkadaver und dann gab es ja noch den Elch. Aber jetzt holen wir erstmal die Sachen ran. Aber ich gucke auch immer mal so nebenbei, ob da irgendwo Dinge sind, die herumliegen. Das hat aber tatsächlich relativ gut funktioniert. Oh, da taucht der Bach auf. Naja, guck mal. Oh ja, schon ganz schön spät heute. Klassische Gamer. Wieso ist der hier unten? Der ist hier. Na ja, gut, okay, lass ihn mal. Der wird wahrscheinlich dann dafür gleich kommen. Naja, aber da wäre es mir doch lieber mit Pfeil und Bogen. Muss ich ehrlich sagen. Genau. Und die sind sowieso nicht mehr extrem lange haltbar. Gut. Den Revolver möchte ich eigentlich hauptsächlich verwenden, wenn ich mir freie Bahn schaffen will. Guck mal. Naja, der Tag ist ja sowieso noch sehr, sehr lang. Im Gegensatz zu dem Auge natürlich. Aber tatsächlich relativ frisch, meine Gute. Tatsächlich. Kriegst du das eigentlich rein? Ich sag mal ja und nein. So, die Därme brauchen wir jetzt nicht, aber wir nehmen das mal mit. Ich muss mal gucken, ob vielleicht Kleidung da ist. Ah ne, jetzt steigt die Temperatur, okay. NEC. Nö, ist nicht nass. Alles gut. Alles gut. Gut, dann ja. Versuchen wir mal zum Wartungsschuppen zu kommen. Ja, das war ja klar, dass der kommt. Der war ja so nah. Das hätte mich jetzt auch gewundert.
Ja, da können wir noch ein bisschen grillen. Gucken wir mal, wie sehr man den Tag noch verlernen kann. Den anderen Wolf nehmen wir natürlich auch noch auseinander. Da drüben sieht man die Berghütte. Mal gucken, ob er Bock hat zu folgen. Wir müssen hier durch, da kommst du nicht anders durch, den Zaun. Wartungsplatz. Hier hat man vor allem Bäume gewartet. Oder gewartet, bis irgendwas mit den Bäumen passiert. Guck mal. Jetzt hoffe ich natürlich nicht, dass der Wolf jetzt kommt. Aber das könnte passieren, außer er hat jetzt dann doch keinen Bock mehr. Das weiß man nicht. Hier liegt doch schon ein bisschen Fleisch, gut. Jetzt kommt der Wind. Nein, hier kocht niemand. Oh, der arme Wolf. Gut, noch ein Schwung mehr. Dasselbe gilt natürlich auch für die epischen Wölfe. Achso, wenn die nicht getrocknet sind, sind die episch. Und wenn sie getrocknet sind, sind sie legendär. Interessant. Okay. So, dann haben wir das Fleisch. Das rohe natürlich. Das müssen wir ein bisschen woanders hinlegen. Achso, nicht ganz. Das muss natürlich halt. Warte mal, wir haben ja auch Brennholz, ja. Sollte man ja nicht alles draußen lagern, wenn man vielleicht hier drin draußen kocht. So rum. Ja, komm, 2 kann man auch ablegen und die 16 Stöcke. Wir gehen noch mal rein. Wir legen erst noch mal ein bisschen ab. Ne, das war die falsche Taste. Ich wollte die H-Taste. Denn wir haben noch ein bisschen Kleidung gefunden. Genau. Ein Stoff. Ja gut, wir lassen ihn jetzt erstmal drin. Werkzeugsachen haben wir woanders gelagert. Medizin. Haben wir nicht irgendwo Medizin gelagert? Ich dachte, wir hätten hier Medizin gelagert, aber anscheinend haben wir nichts rausgelegt. Eine Notfallspritze kann man auf jeden Fall hier lassen. Mir ist es tatsächlich auch nicht. Genau, so, dann haben wir Werkzeug. Das packen wir passenderweise in die Werkzeugkiste. Die ist noch leer. Ja, mehr ist es erstmal nicht, genau. Federn, das ist eigentlich mehr Dinge, sag ich mal. Wenn man Metallschrott hätte, könnte man den auch hier lagern. Genau. Ja, die Möhren, ich muss jetzt echt mal die Möhren rauslegen. Und, da war noch was. So, besser. Gut, aufgrund der Tatsache, dass ich Vorpart produziere und leider nicht so extrem viel Zeit habe, mache ich die Folge ein bisschen kürzer. Und die nächsten zwei auch. Genau, wir nehmen noch die Wölfe auseinander. Ich würde gerne noch mal gucken, ob der Elch noch da ist, mit Gewehr dann natürlich. Deswegen wollte ich jetzt noch ein bisschen ablegen, dass wir da nicht so schwer reinrennen. Ob er vielleicht da ist und falls nicht, dann nicht. Das ist auch okay. Mit den Wölfen haben wir noch genug zu tun. Wir versuchen noch den Tag rumzubringen. Denn hier können wir heute nicht mehr machen. Vielleicht noch ein Buch lernen. Und dann sind wir im Prinzip fertig, bis auf die Inventur natürlich. Die müssen wir dann. Wir haben ja schon angefangen mit der Inventur. Aber da müssen wir nochmal durch. Wir haben 100% Brecheis. Naja, okay, ich sehe schon, ich platziere die Sachen wieder alle woanders. Wahrscheinlich hier hinten drin, oder was? Nö, gut. Dann müssen wir doch mal gucken, wo die anderen Sachen liegen. Danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.